Hallo liebe YouTube-Freunde, ich möchte die beiden Lipo-Akkus aufladen. Einmal ein 4S und ein 2S Lipo-Akku. Ich habe kein Lipo-Ladegerät, deswegen lade ich die mit dem Labornetzteil auf. Also, und dabei muss ich mit einem Multimeter kontrollieren über den Balancer, dass der Akku auch gleichmäßig aufgeladen wird. Sonst lade ich über den Balancer die einzelnen Zellen nach, wenn eine nicht nachkommt, wenn eine Zelle beim Laden nicht nachkommt. So. Dafür habe ich diese Platine. Dann mache ich mir die Anschlüsse für die Balancer-Kabel. Dafür nehmen wir hier mal die Stecksysteme. So muss es dann aussehen. So, hier kann ich den Balancer vom Lipo-Akku anschließen. Was wir machen, ist, wir messen jetzt die Spannung der einzelnen Zellen. Drei Komma sieben acht sieben. Absolut identisch. Ich habe den Lipo jetzt mit dem Labornetzteil verbunden. Wir haben einen Lipo, der hat 4S 1300 Milliampere.
3300 mA, 4S. Ist, also wir wollen, jede einzelne Zelle wird auf maximal 4,2 Volt aufgeladen. Das heißt mal 4 sind 8,4, sind 8,4, 16,8. Also wir laden den jetzt auf 16,8 Volt auf. Achten dabei, dass wir nicht über die 1300 mA kommen. So. Das fangen wir mal an. Lädt jetzt mit 1,17 Ampere. Ich nehme etwas runter. So. 1,06 Ampere. 16,7 Volt haben wir jetzt. So wird jetzt unser Akku geladen. So. Während wir den Akku laden, überprüfen wir über den Balanceanschluss die einzelnen Zellen. Haben wir 3,882, 3,881, 3,881, 3,883. Die Differenzen zwischen den Zellen sind noch nicht besonders hoch. Und deswegen können wir den so erstmal weiterladen. Während des Ladens achten wir darauf, dass wir die zulässige Spitzenspannung von 16,8 Volt nicht überschreiten. Der Labornetzteil lädt jetzt mit 740 Ampere, Milliampere. Das heißt, dass schon ein Teil des Stroms in den Akku geflossen ist. Die Amperezahl nimmt immer weiter ab, bis das nahezu bei Null, bis er nahezu bei Null angelangt ist. Jetzt erhöht sich die Spannung auf 16,8. Jetzt drehe ich nochmal wieder ein Stück rund. Und immer wieder die Balance überprüfen. Das Laden jetzt einmal kurz unterbrochen. Ich habe auf den letzten, auf der letzten Zelle 3,97. Und die anderen haben 3,968. 3,968. Und 3,968. Einer ist schon viel weiter als die anderen. Das heißt, ne, 9, 6, 8, ich habe 200stel Volt weniger auf den anderen Zellen. Deswegen möchte ich die jetzt nachladen. Okay, da fange ich an mit dieser einen Zelle. Das ist richtig.
Streamzeichen an. Oh, jetzt gehe ich. Jetzt drehe ich mir auf. Und nicht weiter als 4,2 maximal. Aber jetzt nur eine Zelle laden. Ja, ich pumpe jetzt seit über 2 Stunden Strom in den Akku. Jetzt mittlerweile lädt er nur noch mit schlappen 26 mA bei 16,8 Volt. Höher kann ich nicht mit der Voltzahl, ich kann es höchstens runterdrehen, aber dann sinkt die Amperezahl noch weiter. Das Laden ist jetzt schleppend langsam geworden. Deswegen klemme ich das jetzt ab und lade nur noch die Zellen nach, die noch geringer in der Spannung sind. So. Ich habe jetzt 4,192. So, den wollen wir mal als voll bezeichnen. Den hier. Wir haben eine Gesamtspannung jetzt von 16,77.